Ja, Leute, heute habe ich wieder etwas ganz Besonderes, und zwar Battles of Legend Chapter 1. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein, öffnen das Ganze. Ich bin sehr gespannt auf dieses Set auf jeden Fall, denn wie immer, ich glaube, ich wiederhole es zum 100. Mal, aber ich weiß nicht genau, welche Karten drin sind. Man kann natürlich einige Vermutungen anstellen, denn es ist, man sieht es ja schon, Battle of Legend. Dementsprechend kann man schon vermuten, dass eben Karten drin sind aus den vergangenen Sets. Ein paar Karten sind auch schon bekannt, aber eben nicht alle. Was aber unter anderem bekannt ist, dann können wir eben noch mal gucken. Und zwar, Astralsprache Utopia ist hier wieder drin. Passt natürlich, weil es auch in Battle of Legend das erste Mal drin war. Von daher passt das Ganze. Eine Secret Rare, ihr seht es hier, eine Secret Rare, 6 Ultra Rare und 30 Common. Sowie einer dieser Sammelwürfel. Also ein eben dieser Sammelwürfel. Interessant. Okay, gehen wir rein, würde ich sagen. Let's go. Wir haben ja 8 verschiedene Boxen. Die öffnen natürlich alle. Wollen hier alle öffnen. Und ihr seht, es ist schon viel. Ist vor allem groß. So, wir müssen mal Platz schaffen hier. So, so. Und wir machen natürlich Stück für Stück hier die ganzen auf. Und ich würde sagen, wir fangen eben mit der ersten an. Sehr hübsch. Gefällt mir. Ah, wir können mal eben auf die Würfel eingehen. Wir haben hier einmal Cyberdrache, Stratos, Amirage und Big Eye. Gut, interessante Wahl. Gefällt mir. Fällt vor allen Dingen Big Eye. Also die Farbe gefällt mir. Wir gucken gleich, wie die in echt aussehen. So, jetzt kannst du aufmachen. Nummer 1, Nummer 2. Und dann sehen wir hier. Sehr interessant. Ja, da gefällt mir das schon. Also, wir haben jetzt mal den Stratoswürfel. I like it so much. Oh, schön durchsichtig. Mir gefällt das Grün. Also, mir gefällt das Grün. Es gab am Anfang schon andere Würfel mit dieser grünen Farbe. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier 2 Booster. Okay. Und einmal das hier. Ich glaube, es ist immer eine einzelne. Ja, es ist eine einzelne. Wir haben Neos Weiser. Sehr interessant. Sehr gut. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, weiter geht's. Hier ist Booster. Ey, die Boosterfarbe gefällt mir. So golden-gelb-mäßig, ne? Finde ich nice. Öffnen wir. Und was haben wir hier? Wir haben hier einiges. Und zwar, okay, wir sehen schon alles. Wir haben zum einen jetzt hier Visionsheld. Okay, also wir haben Helden, allgemeinliche Helden. Nochmal, alle, sind hier alle Heldenkarten drin? Wenn mir gefällt, Vion, wir haben ja alle Karten drin. Dann Kaktus-Türsteher. Interessant, interessant, dass hier drin ist. Auf jeden Fall. Visionsheld, also Visionshelden, alle hier drin. TG. TG passt natürlich auch, weil TG natürlich auch rausgekommen ist. Gerade zuletzt. Und, Kaiju in Ultra Rare. Gefällt mir sehr gut. Und dann haben wir, habe ich einen Parfümer in Ultra. Das sieht aber, das ist, warte. Das ist ein anderes. Das ist ja, guck mal. Das ist goldene Schrift und silberne Schrift. Sehr hübsch, sehr hübsch. Schick gesagt, das ist ja. Das ist ja ganz hübsch schon, diese silberne Schrift. Grand Machu. Okay, warum nicht auch Grand Machu, ne? Nehmen wir natürlich auch mit den Grand Machu. Dann haben wir Fossiler Krieger, Metall Theos, aufrichtiger Neos ja auch drin. Cyber und Ruhedrache und Chronomy. Interessant. Hier sind auf jeden Fall Karten drin, mit denen ich gerechnet hätte, dass sie hier drin sind. Also bei ein paar Karten, wie gesagt, war es halt versehen. Lambda hier drin. Okay, interessant. Oh, Dino Wrestler. Dämmerungsninja. Interessant. Kreuzritter, lebende Fossil. Lichtverpflichtete. Okay, das ist interessant. Man muss natürlich erwähnen, dass das nächste Set, also jetzt nicht das neue Hauptset, sondern im nächsten Set, auch lichtverpflichteten neue Karten kommen. Bedeutet also, passt natürlich, wenn hier jetzt alle Karten drin wären, eben für den Lichtverpflichtete nochmal, um dann eben nochmal alle Karten hier drin zu haben. Goldene Münze und dann haben wir ja, die Puppe, die wir alle lieben. Oh, ich finde dieses silberne Schrift, finde ich sehr, sehr nice. Und Ultra Rare. Und Cyberdrache, jo, sieht hübsch aus. Dann Spinne, Cyberlarve. Das ist ja auch interessant. Und Chaos Neos. Ey, ich bin ja super überrascht. Ich hätte gar nicht damit gerechnet. Ich hätte auch gar nicht gerechnet, dass hier ein Cyberdrache drin sein kann. Ey, ich bin ja super überrascht. Also ich sag mal so, ne? Also Aufmann ist die größte Challenge hier. Das Aufmann ist die größte Challenge hier in diesen Dingern. So, aber mir gefällt die Verpackung an solches. Stratos, let's go! Secret Rare! Sehr hübsch. Sehr, 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 sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Sehr hübsch. Dann haben wir Big Eye. Okay. Bisher, ich muss sagen, Stratos führt. Ganz klar. Stratos führt. Weiter geht's. Box leer. Der Booster. Und aufmachen. Und wir machen weiter hier in wunderschönen Schnellleuchtler. Hab hier Überfallraptor, Kaiju-Schlummer, immer eine gute Karte. Eigentlich Kaiju kann man nie ver. Nett, gefällt mir.
Dann TG. Immortal, Neos, Knight drin. Und, Weißer mit den blauen Augen. Was sind hier denn für Karten drin? Ich habe mit den Karten alle nicht gerechnet. Löwenherz auch drin. Okay, und nochmal habe ich einen Parfümer. Dann Geborener, 75. Ah ja, die guten Doppelhelix in Kamen. Okay, interessant. Vorbereitete Reiten, Aufrichtung, Neos hatten wir schon mal. Und Elektraube und, Schicksalsdenier. Okay, also ich muss sagen, also Doppelhelix hat mich jetzt sehr überrascht hier drin. Da muss ich sagen, Helix. Wir sehen natürlich, ne, das sind alles bekannte Karten. Also das ist auch das Besondere hier halt, eben dass wir eben alles bekannt kommen, die wir schon bereits kennen. Aus anderen Sets, Nova auch hier drin, Neos Dangerous und nochmal einer der Stratos. Oh. Diesmal aber immer einer mit einem Gold und der Kaiju auch mit der silbernen Schrift. Sehr, sehr hübsch. Und dann Kaliber Schwertdrache. Ja, hallöchen, wo kommen Sie denn hier? Gefällt mir auch sehr gut. Dann, erstmal, Darstellung, auch in Kamen. Sehr interessant. Also gefällt mir sehr gut. Oh, ich habe jetzt hier den Stratos auszusehen. Nicht rausgelegt. Dann machen wir weiter mit der nächsten Box. Ja, wie gesagt, ne, das Aufmachen ist die größte Challenge. Und wir haben, Kaiju Gamma Seal in Secret Rare. Sieht sehr hübsch aus. Definitiv eine super schöne Karte und in Secret Rare sowieso. Und wir haben, den blauen Würfel. Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es langsam schwierig. Ah, ich glaube, ja, Amirash führt jetzt für mich. Ist für mich mein Favorit jetzt. Am Ende, Leute, ist natürlich Geschmackssache. Aber für mich bisher der klare Favorit hier. Weiter geht's. Und ja, Lichtverpflichtete. Ich sag's euch, Leute. Die sind ja alle drin. Lichtverpflichtete kommen alle hier rein. Ich hab's gesagt. Solar-Wiederaufladung. Let's go. Ist Lichtverpflichtete wirklich komplett drin. Gefällt mir. Weiße Augen nochmal. Urteil. Drache des Himmels. Das heißt, das ist super. Lichtverpflichtete. Und Quick Launch bzw. Schnellstart für eben Dragon Link ist ja drin. Sunrise, auch sehr gut. Also langsam, ich glaube, so jetzt mit der Laufe der Zeit hat man wirklich alle Heldenkarten bekommen. Und ich glaube, jetzt gibt es gefühlt jede Heldenkarte in jeder Rarität. Kann das sein? Kann, glaube ich, sein. Dann, wie gesagt, Lichtverpflichtete ist hier komplett drin. Ich glaube wirklich, es sind alle drin. Kann ich erzählen. Ich glaube, hier sind alle Celestien. Löwen nochmal. Heiliger Notruf. Mir gefällt dieses Silber. Habe ich das schon erzählt? Schicksal Malicious, der zweite. Sehr gut. Habe ich das, also spielbares Set. Dann Phantom ist hier auch drin. Grand Macho, Super Helix und Gamma? Ist hier Driver und Gamma drin? Das wäre natürlich. Wäre auch cool. Also, was haben wir denn hier alles? Also, ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass hier gewisse Karten drin sind. Also wirklich nicht gedacht. Und wir haben. Wir haben hier einmal. Na, das ist natürlich gut. Die Hieb haben wir hier. Sehr gut. Und wir haben Cyberdrachenwürfel. Okay. Ja, ist vorbei. Ich habe meinen Lieblingswürfel gefunden. Es ist von denen ganz klar. Ja, brauche ich nichts sagen, ne? Ja, das ist ganz klar Cyberdrachen. Also finde ich viel schön. Schön dunkle Farbe, aber noch leicht durchsichtig. Ja, also für mich ganz klar, Cyberdrache hat hier gewonnen. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Definitiv gewonnen. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Ich finde es immer sehr nice, weil Würfeln sind ja wichtig, weil man muss ja Into the Void auch eine nette Karte. Man muss ja würfeln. Manchmal im Spiel. Dementsprechend sind Würfel wichtig. Und ich finde es immer cool, wenn dann eben Würfel so dabei sind. Dann hat man welche. Denkungsjäger und Amirage passt natürlich. Ach, ja, macht ja Sinn, ne? Dann ist ja Big Eye auch drin hier. Und weiße Auswahl 3. Cyberdrache, wenn wir von reden. Und die sieben Sünden auch. Sehr schön. Also ich mag. Ja, egal, ich wiederhole mich. Schicksalsfusion. Schicksalsfusion hier ebenfalls drin. Ich glaube, Helden hat ja alles. Wir haben ja. Okay, halten wir zusammen. Wir haben alle lichtverpflichteten Karten gefüllt. Wir haben alle. Lichtverpflichteten. Wir haben alle Helden. Also, ja, lichtverpflichtete Helden. Wir haben Lumina, Solarwiederaufladung. Wir haben wirklich jetzt einen Quick. Also, Quickshot finde ich immer noch sehr interessant. Haben wir hier noch andere Karten drin davon? Fliegender Elefant, auch sehr interessant. Und Eiliger Notruf nochmal. Nehmen wir natürlich mit. Nochmal Gerümpelkarten nehmen wir auch. Und allgemein auch die Fossilkarten sind hier drin. Und Altergeist. Altergeist hat ja auch zuletzt noch die anderen Karten bekommen. Bedeutet, also, wir haben jetzt auch wirklich alle Altergeist-Karten nochmal bekommen. So, weitermachen. Ziehen wir Utopia? Ich weiß nicht. Wollen wir Utopia ziehen?
Oh! Ja, das ist natürlich sehr gut. Big Eye nochmal. Hier. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Schwarzglänzender Soldat. Super gutes Link-Monster. Sieht man gerade nicht so viel auf den Turnieren, aber, soll ich jetzt schon mal gesagt, die Karte wird man wieder oft sehen. Also es ist eine Karte, die immer wiederkommt. Definitiv. Jetzt gerade nicht die Zeit, aber die wird wiederkommen. Die Karte ist nämlich echt gut. So, dann haben wir Raiden. Wir haben jetzt bald wirklich komplett lieferlich, der gut tut. Komplett. Wir haben noch Urteilsdrache. Nein, jetzt kommt bitte nicht mehr. Also, ich, dann habe ich es ja vorher gesagt. Ja, Dinosaurier-Kaiju, nett. Und Insekt. Und nochmal Marionette. Phantom Knights und auch Schwarzflügel ist ja drin. Phantom Knights, Schwarzflügel, kriegt man wirklich alles hier. Also wir haben, wenn es so weitergeht, alle Decks komplett. Also fehlt euch eine Urteilsdrache. Es wäre jetzt echt verrückt, wenn wir jetzt Urteilsdrache auch noch drin würden. Wolf, okay. Felicia auch drin. Sehr nett. Und, oh! Hätte nicht gedacht, dass er hier drin ist. Dann, oh, Kaliber-Wachtdrache. Anderen Artwork. Finde ich gut. Mehr Optionen. Damit sind wir beide. Mehr Optionen sind immer gut. Warum nicht? Neos und hochgegriffen. Hangar, auch hier drin. Kamera und Dampfsynchron. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. So, wir haben noch zwei. Und dann habe ich für Ende noch eine kleine Überraschung für euch. Na, gucken wir aber gleich. So, wir haben nochmal Amirage. Ich glaube, wir haben jeden Würfel einmal. Oh, Gamma-Seal. Ja, sehr gut. Das heißt, wir haben Gamma-Seal, also wirklich Gamma-Seal kann man nicht genug haben. Und in diesem Secret Rare Pack, I love it. I love it. Weiter geht's hier mit Lumina jetzt. Ja, wir haben, also ich glaube, gefühlt jetzt jede Karte im Playset einmal. Kreuzritter, Boar, Held, Galaxy, Cyberdrache, beide Artworks hier drin. Gefällt mir. Ich mag Cyberdrache eh. Was nochmal? Und Chaos Imperatordrache. Ebenfalls hier drin. Also das, man hätte es vermuten können, ne? Also natürlich klar, ist hier drin. Zeitstrom auch drin. Psy Driver. Wenn Driver bin ich immer noch. Ist hier auch Gamma drin. Also es wäre ja verrückt, hier den Driver zu haben. Der fühlt sich ja ganz einsam. So, weiter geht's hier. Wir haben Speed Rider auch hier drin. Interessant auf jeden Fall. Noch ein Dino Wrestler. Ja, der möchte auch wieder zurück. Zurück ins Spiel kommt. Die G-Chaos, Solar-Wiederaufladung. Und wir kommen zu Ultra-Wehr. Oh, finstere Metalldrache. Und zur Spinne nochmal. Kaiju-Kleber-Feen. Nehmen wir mit. Sehr interessante Karte. Also, die habe ich früher mal gespielt. Also mit Hundeschule. Ach, da kommen Erinnerungen hoch. Utopia. Und nochmal, ist ja auch mit Hundeschule natürlich. Und wir machen weiter direkt. Kommen wir rein. So. Ah, also, das ist aber auch manchmal hier gar nicht so einfach, das Ganze zu öffnen. So, haben wir auf. Haben wir auf. Und, oh, warte, was ist das denn? Okay. Ist doch ein Time Thief, oder? Nee. Zeitprophet. Herr der Zeit. Ah, wie hießen die nochmal? Doch, die hießen so. Ja, ich weiß es auch nicht. Ach, das ist das Synchro-Monster. Auch hier drin. Nehmen wir mit. Und wir haben den grünen. Wir haben jetzt jede Farbe einmal aus der Zauberdrache. Vielleicht sehen wir den Zauberdrache gleich noch ein zweites Mal. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, dass wir jetzt hier weitermachen und hier eben bei Visionsheld sind. Ich glaube, hier sind echt alle Erzunterwälder. Interessant. Nehmen wir mal gerne mit. Nehmen wir mit. Sehr gut. Jubel! Ja, Jubel, also macht natürlich komplett Sinn, dass hier drin ist, weil Jubel natürlich, ne, ist ein neuer Hauptset rausgekommen und im neuen Hauptset ist natürlich eine neue Jubel-Karten drin, also Jubel ist natürlich nochmal da, passt natürlich komplett und Afterburner in Ultra-Rare, das gefällt mir doch. Skyscraper-Karten hier auch drin. Ein Held lebt auch nochmal, passt natürlich. Ja, also, Diagram Incoming ist auch eine ganz wilde Sache auf jeden Fall. Gefällt mir. Ist das ein Zeichen? To Draco is coming. Was ist mit Masterpiece? Denkungshacker, goldene Fossil, Fusionsheld. Ich glaube, wir wollen nicht reden, dass Helden alle drin haben jetzt. Layla. Und da kommen wir. Extra Held. Quick Launch. Minerva. Let's go. Ja, okay. Also, für Lichtverpflichtete, ja, einfach 10 von 10 hier. Einfach alles hier drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Und sind dann so, wir haben ja noch eins und die Überraschung. Zur Überraschung kommen wir, versteht sich, zum Schluss. Denn, ja, Überraschungen sind da, dass man überraschen will. Ja, man kann es so sagen. So, und zwar, oh, nochmal hier ein Heldenmonster. Ich habe erst gedacht, das ist nochmal das BLS-Link. Hätte ich mich natürlich auch drüber gefreut.
Aber, ja, und Zauber drauf. Perfekt. Dann haben wir jeden Würfel zweimal. Gefällt mir. Und dann kommen wir zu den letzten zwei und der kleinen Überraschung. Ich sage es nochmal. So, wir gehen weiter hier rein. So, hier rein. Und dann haben wir Weißer, Nummer 71. Visionsheld, Raiden, Schlummer. Einfach den Schlummer geskippt, das geht nicht. Visionsheld und Parfümer. Dritte Mal, glaube ich. Sicherheitsdrache, Security Dragon. Hübsch, gefällt mir. Wunderes. Ah, oh, Emancipator. Da kommen auch wieder Erinnerungen hoch. Definitiv ein Held lebt. Zeitstrom und Fusion und Hangar und nochmal Cyber. Ja, so. Ah, ne. Ja, Maurice, wie wäre es auch, wenn wir das letzte Booster aufmachen? Warum nicht, ne? Wäre eine Option, dass man das Ganze machen kann. Ninja, Lambda. Ach so, deswegen ist Driver hier drin, weil das Linkmann-Center ist. Noch ein zweiter. Fehlt mir noch einer mit drei. In die Leere und Samirage. Jubel, ultimativer Albtraum. Jetzt gut, da ist er. Einfach haben. Und dann haben wir Minerva die zweite und Kasimbrador. Schick, gefällt mir wirklich. Super Helix nochmal. Finde ich super. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Überraschung. Denn Leute, wir haben hier, müssen wir ein bisschen rauszoomen dafür. Wir haben hier eine schwarze Verpackung. Und jetzt gibt es, ja, es gibt eine rote Verpackung. Denn in ausgewählten Shops wird es auch eine rote Version geben mit einem besonderen Würfel. Und das gucken wir uns jetzt einmal an. Oh, hier haben wir Müll. Gucken wir uns das Ganze einmal an, wie das Ganze hier aussieht. Und vor allem, wie der Würfel aussieht. Denn das ist halt hier vor allem besonders bei der Version. Denn wir haben hier... Oh, was für ein Zufall! Okay, das ist... Ich weiß, das ist ja ein Zufall jetzt hier. Ne? Wir haben nämlich... Alles an sich ist gleich, also die Verpackungsfarbe ist anders, aber wir haben zwei Booster und einmal eben die spezielle Karte und einen BLS-Würfel. Und jetzt tue ich mich schwer. Oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Also jetzt for real nicht. Also weiß nicht, was soll man nehmen? Black Luster oder Cyberdrache? Ich weiß nicht, könnt ihr ja mal sagen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr besser findet. Jetzt gehen wir noch diese zwei natürlich auch noch rein. Das heißt, wir haben heute ein bisschen mehr als ein Display. Ist da auch mal was. Säcker, so man sagt, Leben, Linderpsychöhle. Büchserheld. Minerva dritte. Puppet auch die dritte. Wir haben jetzt alle dreimal. Das ist ja echt. Hey, wir haben alle Playset einfach. Gefällt mir. Gefällt mir von Minerva natürlich. So, und das letzte Pack. Das zusätzlich letzte Pack. Weil es ja mehr ist als jetzt. Oh, der dritte. Ja, drei. Sehr gut. Mal raus, Enthusiast Leere, Jubel und Nummer 90 auch noch gezogen. Ja, das ist echt grüner Abschluss. Das ist sehr, sehr guter Abschluss nochmal. Wir können nochmal hier durchgehen. Alter, das letzte Pack, hui, hat es nochmal in sich gehabt. Auf jeden Fall. Wir haben halt, wie gesagt, die Special-Karten, zwei Gammas, die gefallen mir sehr gut. Zweimal das BLS, Link gefällt mir auch so gut und Stratos auch hübsch. Aber da... Ist ja gerade raritätstechnisch jedem das überlassen. Manche sagen auch Ultimate Rare. Von daher, ja, muss man hier gucken. Und dann haben wir hier noch, was wir jetzt alles Schönes gezogen haben. Und wir haben eine Menge gezogen. Jubel halt. Wie gesagt, wir haben vor allem alle Jubellen schon gezogen. Nummer 19 nochmal gezogen. Ist auch sehr gut natürlich. Minerva drin, Puppe. Natürlich Chaos Drache, ne? Da, Jubel. Einfach alle Formen. Gefällt mir sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein kleines Highlight. Wundere Security Dragon. Sky Striker, Afterburner, kann man auch noch mitnehmen. Dann die Kaijus, ne? Und schätzt nicht. Cyberdrache in beiden Artworks. Jedenfalls hier in anderen, zwei Artworks. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann Cyberdrache, der andere. Und ja, er ist Licht, Leute, auch wenn er nicht so aussieht. Er sieht ein bisschen dunkler aus. Dann haben wir hier. Ja, ich weiß nicht, ob hier Urteilsdrache drin ist. Wie gesagt, ne? Man zieht ja nicht immer alle Karten. Von daher. Weiß man das Ganze nicht. Und hier jetzt für mich so ein bisschen zum Abschluss so ein kleines Highlight hier. Einmal alle Jubelkarten. Passt natürlich perfekt, gerade eben mit dem neuen Hauptset. Ja, Leute, jetzt aber möchte ich wissen, wie es euch gefallen hat. Denn ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Nochmal einen Riesendank an Konami, dass das Ganze hier früher öffnen durfte. Und wie gesagt, euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß beim Duellieren.